Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dich heute begrüßen hier zu einer weiteren Motorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich habe hier gefunden, hier diesen coolen Miststreuer. Ja, es handelt sich um den TBM S140. Ja, das haben wir hier, das gute Stück. Ja, kostet hier 50.569 Euro in Anschaffung. Miete sind wir dabei 2.579 inklusive. Wir haben eher ein Ladevolumen von 15 Kubik, 5,5 Tonnen Eigengewicht, 140 PS, entsprechen hier 103 kW an Leistung und Arbeitsbreite sind hier 12 Meter hier mal veranschlagt und 16 km/h maximale Arbeitsgeschwindigkeit. Wir haben jetzt hier den Reifen drauf, ja, von Nokian. Da gibt es das Ganze hier noch also als Art wie Pflegebereifung oder was das sein soll, weil der Reifen ist jetzt so hier schmäler, wie wir hier sehen. Ja, und dann wieder von vorne natürlich, dann haben wir hier PKD hier mit der Standardbereifung. Hier ist immer hier auch ein schön Breitreifen dabei. Das Ganze gibt es natürlich noch eine Nummer breiter, finde ich eh ganz gut, weil wegen der Bodenverdichtung ist das hier schon sinnvoll. Ja, dann gibt es hier noch einen Aufbau, den wir hinzufügen können. Dann haben wir hier ein bisschen mehr Ladevolumen, aber hier leider steht das jetzt hier nicht mit dabei, was wir hier in Ladevolumen haben. Aber das können wir nachher noch nachschauen, das Ganze. Ja, und dann gibt es hier, das ist jetzt hier das alte Design hier hinten, der Aufkleber, wo wir sehen. Da gibt das Ganze hier natürlich hier einen neuen Design. Dann gibt es hier dazu noch drei Farbtöne, jetzt beispielsweise also die zwei Variante 2 mit einem dunkleren satten Grün und dann hier noch mit einem leichten helleren Grün, wie wir hier sehen. Finde ich, sieht nicht schlecht aus, das Ganze. Ja, Kennzeichenwahl natürlich so und so, wie du es gewohnt bist. Ja, da haben wir hier bei den Scheinwerfer auf der linken Seite hinten unser Kennzeichen. Und ich denke mal, wir schauen das Ganze jetzt mal hier genauer an. Hier haben wir jetzt ein Ladevolumen von 15.000 Liter. Mal schauen, was wir hier vorne haben. Ich glaube, das ist gleich viel. Ja, bleibt sich gleich. Weil, ja, jetzt frage ich mich einerseits, was bringt jetzt die Bordwanderhöhung, weil man nicht mehr laden kann, außer höchstens zwecks Ladungssicherung, wie wir jetzt gerade festgestellt haben. So sieht er jetzt da aus, hier mit kompletten Abnutzung und natürlich hier Verschmutzung. Also Abnutzung ist ein bisschen was zu sehen, aber nicht viel halt. Ist ja auch Qualität, würde ich mal sagen. Aber da würde ich mal sagen, wir nehmen gleich hier uns einen Trecker, hängen das Ganze mal an und testen es natürlich. Nehmen wir natürlich den sauberen, weil ja schmutzig wird er von allein und der Dreck ist eh sauber. So, sehen wir hier Reifenspuren, macht er. Klappen wir das Ganze mal aus. Und aktivieren wir gleich hier unseren Helfer mal. Mal schauen, wie der hier seine Arbeit natürlich hier macht. Finde hier die Animation hier relativ ganz gut. Mit dem Ausbringen finde ich, das passt eigentlich auch her, mit also der Menge so her.
Wie wir mal gesehen haben, die Animation ist ganz gut, finde ich. Jetzt schalten wir mal den Helfer natürlich mal ab. Schauen uns jetzt der hier das Ganze noch im Dunkeln an, zwecks Beleuchtung und so weiter. So, Blinker. Das normale Licht sind wir jetzt hier seitlich hier schick. Unsere Begrenzungslampen. Bremslicht. Rückfahrscheinwerfer hat er kein. Wir sehen hier mal eine Rundumleuchte noch mit verbaut. Und wie wir sehen, hier haben wir noch hier Arbeitsscheinwerfer sogar für innen drin das Ganze her. Und dann hier links und rechts hier an der Seite auch noch. Das finde ich schon mal ganz cool. So, dann gehen wir wieder in unserem Tagesgeschehen wieder über. Jedenfalls, ich finde das ganz gut gemacht, um ehrlich zu sein, hier mit der Anzeige her, wie wir hier sehen. Also, wenn man den zwar hat beladen, aber er ist jetzt nicht in Betrieb eher, dann ist er auf 0, wie wir sehen. Und jetzt, wenn wir den hier angeschlossen haben, also und angehängt haben, haben wir hier also die Menge dastehen. Aber ganz genau irgendwie, glaube ich, was ist auch nicht so ganz, gehen wir davon aus. So, und dann sehen wir hier natürlich hier unsere Kugelkopfkupplung, wie man sehen, die passt ganz gut. Die Aufkleber sehen auch ganz toll auch aus, wenn man hier unschwer kennen kann. Ja, eins, was hier irgendwie, ja, ist ein bisschen blöd halt von Spiel, das Beispiel hier der Auswurfteller, dass der, also wenn man jetzt gearbeitet hat, dass der nicht, also wird das dreckig natürlich hier dann ist, weil sauber. Naja, das ist ein Ansichtssache normalerweise. Ja, die Anzeige funktioniert jetzt auch nicht so ganz, wenn wir hier sehen. Also wir haben jetzt hier also 78% drin und er zeigt hier noch 100 an. Tja, das ist so ein bisschen komisch natürlich dann. So, dann schauen wir uns jetzt noch hier unsere Lok mal an. Da sind wir hier bei unserem Safe Game. Und da, wie wir hier sehen, hier unser Miststreuer ist hier lockfehlerfrei. Ja, ich hoffe, es hat dir hier mein Video gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, natürlich, wenn du wieder reinschaust. Immer sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bei Franz. Ciao, ciao.